10 Fakten über Severus Snape, die du definitiv nicht kennst. Das und mehr jetzt in diesem Video. Es gibt nur sehr wenige Hexen und Zauberer, die so beliebt und komplex sind wie Severus Snape. Und während manche behaupten, alles über diesen berüchtigten Zaubertrankmeister Snape zu wissen, verbergen sich hinter dem geheimnisvollen Professor interessante Informationen, über die selten gesprochen wurde. Im heutigen Video werden wir uns 10 Fakten über Severus Snape anschauen, die selbst die bestinformiertesten Hexen und Zauberer nicht wissen. Und einer davon könnte dich wirklich überraschen. Nummer 10. Severus Snape weiß, wie man ohne Hilfe fliegt. Fliegen ohne einen verzauberten Gegenstand ist in der Welt der Zauberer sehr ungewöhnlich. Viele benutzten Besenstiele oder apparierten aus Bequemlichkeit von Ort zu Ort, weil die Todesgefahr beim Fliegen ohne Hilfe viel zu groß ist. Ein einziger Fehler und schon kann man aus sehr hohen Höhen über dem Boden abstürzen. Bis heute sind nur 4 Personen bekannt, die in der Lage waren, ohne fremde Hilfe zu fliegen, und einer von ihnen ist tatsächlich Severus Snape. Snape lernte das Fliegen tatsächlich von Lord Voldemort, der irgendwann vor 1991 lernte, ohne fremde Hilfe zu fliegen. Die anderen beiden Personen waren Delphine Diggory, Voldemorts Tochter, und Professor Quirrell. Da Voldemort gezwungen war, Quirrells Körper zu teilen, lehrte er ihn zu fliegen und seinen eigenen Vorteil zu nutzen. Nummer 9. Snapes Heimatstadt wurde von Harry Potter besucht. Snape wuchs in einer kleinen Stadt namens Cokeworth auf, der gleichen Heimatstadt wie Lily und Petunia Evans. Hier beginnt Snape seine Freundschaft mit Lily, bevor er nach Hogwarts geht. Ohne Petunias Hilfe wusste Harry nicht, dass er einmal einen ganzen Abend bei Snape und seiner Mutter verbrachte, bevor er überhaupt seine Stellung oder Geschichte in der Welt der Zauberer kannte. In den Büchern versuchen Harry und die anderen, den scheinbar endlosen Mengen von Hogwarts Aufnahmebriefen zu entkommen, und so machten Harry und die Dursleys Halt im Railview Hotel in Cokeworth. Leider erfahren wir diese wichtige Information im Film nicht und sehen Cokeworth auch erst indirekt im Halbblutprinz, denn Cokeworth ist der Ort, an dem Snape den unbrechbaren Schwur mit Bellatrix und Narcissa Malfoy leistet. Nummer 8. Snape war Mitglied des Slugclubs. Wie wir wissen, war Snape schon in jungen Jahren ein äußerst begabter Zauberer. So sehr, dass kein geringerer als Horace Slughorn auf ihn aufmerksam wurde, der den jungen Snape wegen seiner extremen Fähigkeiten in der Herstellung von Zaubertränken in den Slug Club aufnahm. Zufälligerweise waren während ihrer Zeit in Hogwarts auch Tom Riddle und Lucius Malfoy Mitglieder, die dem Slug Club angehörten. Es heißt jedoch, dass Slughorn die drei absichtlich nicht als Mitglieder anerkennt, als ob sie nie da waren, wenn er mit anderen Schülern über den Club spricht. Nummer 7. Snapes erstes Gespräch mit Harry hat eine verborgene Bedeutung. Während des ersten Gespräches zwischen Harry und Snape in der Zaubertränkestunde fragt Snape Harry folgendes: Was bekomme ich, wenn ich einen Wermutaufguss geriebener Aphodilwurzel hinzufüge? Die Asphodel, wie sie im Englischen heißt, ist eine Verwandte der Lilie, im Englischen Lily, und diese bedeutet folgendes: Meine Reue folgt dir ins Grab. Kombiniert man das mit Snapes Vergangenheit, kann man sich Folgendes zusammendenken: Ich werde Lilys Tod immer bedauern. Nummer 6. Snape ist der einzige Todesser, der einen Patronus erzeugen kann. Der Patronus-Zauber ist einer der mächtigsten Verteidigungszauber in der Welt der Zauberei. Er wird verwendet, um Dementoren abzuwehren. Er ist ungeheuer kompliziert anzuwenden und selbst die qualifiziertesten Hexen und Zauberer haben Schwierigkeiten, körperlose Patroni zu erschaffen. Abgesehen von der Schwierigkeit ist der Versuch, als dunkler Zauberer ein Patronus zu wirken, auch extrem gefährlich. Die meisten dunklen Zauberer werden von Maden verschlungen, die aus ihrem Zauberstab kommen, wenn sie diesen Zauber versuchen. Bei Snape ist das jedoch nicht der Fall, denn er ist der einzige Todesser, der einen Patronus erzeugen kann. Seine unermessliche Liebe zu Lily Potter hat ihn so sehr geerdet, dass er in der Lage war, einen Patronus in seiner körperlichen Form zu erzeugen. Nummer 5. Snape erschuf seine eigenen Zaubersprüche. Snape verbrachte einen Großteil seiner Freizeit damit, einige ziemlich geniale Zaubersprüche für eine Vielzahl von Anwendungen zu finden. Jeder weiß durch den Halbblutprinzen, dass er Sectum Sempra erschaffen hat, aber Snape hat auch noch 6 weitere Zaubersprüche erschaffen. Langlock ist ein Fluch, der bewirkt, dass die Person nicht sprechen kann. Er macht Menschen machtlos, wenn sie nicht zaubern können, ohne zu sprechen. Mufiliato sorgt dafür, dass die Menschen in der Umgebung ein Summen hören, damit der Zaubernde sprechen kann, ohne belauscht zu werden.
Die Verwünschung lässt deine Zehennägel einer Person mit einer alarmierenden Geschwindigkeit wachsen. Ist das ekelhaft? Levi Corpus lässt die Person kopfüber an ihren Knöcheln baumeln. Und dieser Zauberspruch hat einen Nerv getroffen, denn James Potter hat Snapes eigenen Zauberspruch während ihrer Zeit in Hogwarts gegen ihn verwendet. Libera Corpus befreit den Zaubernden schließlich von Levi Corpus und Vulnera Senentur heilt die Wunden von Sectum Sempra. Nummer 4. Snape lehrte Harry den Zauber, der Voldemort zu Fall brachte. Wenn Harry sich direkt mit Voldemort duellierte, war sein erster Gegenzauber gegen Avada Kedavra immer Expelliarmus. Er ist ein großartiger Entwaffnungszauber und hat Harry schon oft gerettet. Aber in den Büchern und Filmen wird nie wirklich erwähnt, wo Harry Expelliarmus gelernt hat, es sei denn, man schaut sich die Details an. In der Kammer des Schreckens besuchte Harry den Duellierclub und sieht, wie Snape gegen Professor Lockhart antritt. Der Zauber, den Snape benutzte, um Lockhart sofort kampfunfähig zu machen, war Expelliarmus. Es war also Snape, der Harry Expelliarmus lehrte, den Harry in seinem letzten Duell mit Voldemort einsetzte, um Voldemorts Tötungsfluch vollständig auf sich selbst zurückprallen zu lassen und ihn ein für alle Mal zu besiegen. Nummer 3. Rita Kim Korn schrieb über Snape nach dessen Tod. Wie wir später herausfinden, war Snape ein treuer Freund und Verbündeter von Dumbledore und Voldemorts Gegnern bis zu seinem letzten Atemzug. Leider hatte unsere Lieblingsreporterin Rita Kim Korn genau wie Dumbledore den Plan, die Welt genau das Gegenteil glauben zu lassen. Sie würde eine Biografie über Snape veröffentlichen mit dem Titel Snape – Schurke oder Heiliger? Snapes Biografie war eine Sensationsmeldung mit viel Füllmaterial und einem extremen Mangel an Substanz und sie stellte Snape in einem denkbar schlechten Licht dar. Harry machte es sich jedoch zur persönlichen Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder wusste, welche Rolle Snape im Kampf gegen Voldemort spielte. Er ließ sogar Snapes Porträt neben dem von Dumbledore im Büro des Schulleiters von Hogwarts aufhängen. Nummer 2. Snapes Name hat eine versteckte Bedeutung. Wie wir in der Vergangenheit bei vielen der Hauptfiguren gesehen haben, gibt es versteckte Bedeutungen in ihren Namen, die sich auf Ereignisse beziehen, die ihnen in ihrem Leben widerfahren werden. Bei Snape ist das keine Ausnahme. Severus hat seine Wurzeln im Lateinischen und bedeutet übersetzt streng oder hart. Snape hingegen stammt von einem altnordischen Wort, Snaper, was so viel bedeutet wie Schande oder Entehrung. Als ein Professor, der nicht nur von einer von Voldemorts ranghöchsten Todessern war, sondern auch Schüler bei jeder Gelegenheit beschimpfte, ist das ziemlich passend. Nummer 1. Snape riecht ziemlich übel. Für diejenigen, die unbedingt wissen wollten, wie Severus Snape riecht, nun, die Autorin lässt es uns wissen und er riecht eindeutig nach Bitterkeit und alten Schuhen. Und das war's für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest etwas Neues lernen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.